Hallo, meine Lieben. Es scheint die Woche zu sein, da jeder bewertet, jeder eine Ansicht hat. Vielleicht ist es einfach auch nur Zeitgeist. Ich kann es euch nicht so genau sagen. Aber ich möchte euch mal fragen, wie geht's denn dir, wenn man dich bewertet? Findest du das cool? Fangen wir mal an bei unserem Ausweis. Sollte dann in unserem Ausweis drinnen einfach schlicht nicht mehr wie der Name und das Geburtsdatum stehen? Das Foto schwarz-weiß? Sonst nichts? Oder ist es in der heutigen Zeit wichtig, dass da steht nicht nur Mensch, sondern dass da steht, es ist eine Frau? Es ist ein Mann oder sollte das genderneutral sein, wie man das heute so schön sagt? Dürfte da nicht stehen, dass jemand grüne Augen hat, blaue Augen hat, braune Augen hat, dass irgendjemand ein spezielles Merkmal hat? Haarfarben gibt es ja auch von blond, neublond, braun. Schwarz, rot. Was soll da stehen? Was soll da nicht stehen? Wir sind alle geboren mit einer Hautfarbe. Wir sind alle eine Rasse, die man sehen kann. Der eine ist etwas dunkler, also afrikanischer Abstammung vielleicht. Es kann sein, dass er eurasischer Abstammung ist, dass er Asiate ist, dass er einer Latino ist, also ein Hispanic, zeigt sich oft in Körpergröße, im Äußeren. Das ist eine Tatsache. Ist das deswegen schlecht? Weil heute ist es ja so, du darfst ja ganz viele Worte nicht mehr sagen, also man sollte es nicht sagen. Was bitte dran ist an einem Mohrenkopf, wie wir dem sagen hier in der Schweiz, schlecht? Sind das deine Gedanken, die es schlecht machen? Dürfte man dann nicht mehr sagen Frankfurterli oder Wienerli, wie wir bei uns sagen? Wie sie in Wien sagen? Ah, weiß ich jetzt gerade nicht. So diese Knackwürstchen. Was ist da dran, dass wir allem eine Bewertung geben, ein Label? Also, Blondinenwitze kennt ihr, oder? Also, die ist blond, also ist sie so. Der stammt aus diesem Land, also ist er so. In den Medien wurde berichtet, dass diese Leute aus dieser Gegend so und so und so sind. Ist das nicht eine Verallgemeinerung? Wie willst du über irgendjemanden reden, wenn du zum Beispiel seinen Namen nicht kennst? Kannst du zum Beispiel nicht einfach sagen, ja, kannst du dich erinnern, der und der, der war doch bei uns, ziemlich groß, bisschen breit, auch schon ein bisschen Bäuchchen und so, und da Haare hat er auch nicht mehr ganz so viele. Machst du diesen Menschen schlecht deswegen, nur weil du etwas beschreiben kannst? Ich frage dich ganz ehrlich, wie oft oder gerade jetzt in diesem Moment bewertest du mich? Du machst dir Gedanken? Ja, deine Ansicht. Würde es uns im Leben nicht ein bisschen einfacher gehen, wenn wir einfach das stehen lassen können und ganz klar sagen, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch, es gibt keinen guten, es gibt keinen schlecht. Es gibt einfach andere Ansichten, interessante Ansichten. Überleg dir es mal und wenn du dich schwer damit tust, dass du so labelst und allem irgendwie eine Etikette verpasst und dann dich so in eine Scheuklappe steckst, Dinge nicht nehmen kannst, wie sie einfach sind, ohne darüber zu werten oder andere schlecht zu machen, weil sie irgendein Wort gesagt haben, das man nicht sagt. Ja? Und alles, was das jetzt nicht erlaubt, dass das so ist und dass das so eintritt, riding around with a bad Pogenpot, all nine shorts, boys and beyonds.
Und wenn du ein bisschen mehr Leichtigkeit haben möchtest, du weißt ja, Simply You für mehr Lebensqualität, das war wieder die Ruth Achillier. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielleicht lernen wir uns mal persönlich kennen. Tschüss.